Hallo zusammen, zum Jan antwortet auf mein 200 Abonnenten Special, wo ich euch gefragt habe, ob ihr Fragen habt, die ihr mir stellen möchtet. Es sind 4 Fragen rausgekommen. Die erste von einem Schweizer YouTuber, nämlich die, also er hat 2 Fragen in einem gestellt. Welche Bands oder Musik mich geprägt hat in der Jugend? Und da muss ich sagen, ich bin ein kleiner Punk. Also so, die Ärzte waren eine große Band, die mich heute noch prägt. Und einfach ihre Texte und trotzdem mit einem Augenzwinkern und auch sich und die Band nicht so ernst nehmen. Wer mich auch sehr geprägt hat, ist der Man in Black, Johnny Cash. Natürlich von meinem Vater, aber auch so Walk the Line ist so mein Motto in meinem jetzigen Leben, auch in der Pubertät. Und allgemein so mein Slogan, sich treu bleiben und seinen Weg gehen. Und in der Schweizer Musik gefällt mir Andrea Bignasca, das ist ein Tessiner. Und den würde ich auch gerne live sehen. Eine andere Frage aus dem deutschen Raum, wo ich herkomme. Und das ist in der Schweiz. Ich bin ein Schweizer. Und das ist eher im Zentralschweizer Raum, im Kanton Zug. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Eine andere Frage war, ob ich noch Sport mache, weil die Person kennt mich vom Ferienlager, wo wir Rollstuhlsport getrieben haben. Und ich muss sagen, nein, weil ich bin auch ein bisschen ein fauler Mensch und ich habe auch nicht so die Behinderung, ich bin ein Spastiker, die mich jetzt Hochleistungssport treiben lassen würde, wegen der Spastik. Ein wenig Gewichte stemmen, das tue ich, weil und stehen natürlich und auch ein bisschen gehen. Ich kann ja ein bisschen gehen an einem Gehwagen. Das mache ich. Also ich schaue schon, dass der Körper und Geist im Einklang ist. Und jetzt zur letzten Frage eines guten Freundes. Was in meiner Wohnung umgebaut ist, das wäre die Küche. Einfach, ihr müsst euch das so vorstellen, auf meiner Höhe. Also es ist alles für mich erreichbar. Und da habe ich 2 Jahre gekämpft dafür und ausgesessen, aber die wurde mir teils finanziert. Das Bad ist ein Duschsitz. Also das ist so ein Plastiksitz, der an die Wand gemacht ist. Und ich habe in der Dusche eine Stange und auf dem WC. Und die Frage ging noch weiter. Was würde ich mir wünschen, was der Staat oder so für behinderte Menschen sich einsetzen würde, was für uns dann leichter wäre, finanziell auch, wo man uns helfen könnte. Und natürlich, ich poche immer darauf, dass der öffentliche Raum zu 100% barrierefrei wird. Und das steht ja eigentlich auch bei uns im Gesetz von der Behindertengleichstellung. Was eine gute Sache wäre. Aber wenn wir dann in den Gesetzen von der Verhältnismäßigkeit dann auch einbauen, dann wird es eben wieder mathematisch. Ich mache euch ein Beispiel. Bei den Bushaltestellen muss man nur umbauen, wenn es erstens mal eine neue Bushaltestelle gibt. Das finde ich ja schon mal gut. Aber auch, wenn die Verhältnismäßigkeit stimmt. Und eben dann wird es wieder mathematisch und man findet immer Formeln, die man so einstellen kann, dass es eben
nicht notwendig sein muss. Aber die Frage ist doch nicht mathematisch lösbar, sondern die Frage ist einfach, will man uns in der Gesellschaft? Und Barrierefreiheit geht nicht nur uns was an, sondern auch die älteren Personen, die Omis und Opis und einfach so. Also der öffentliche Raum muss barrierefrei werden. Ohne Wenn und Aber. Bei Restaurants, das werdet ihr dann noch in meinem neuesten Format, dann wahrscheinlich Ende Mai, Anfang Juni, ein bisschen sehen, wie ich das anpacken will. Aber nochmal, der öffentliche Raum muss Barrierefreiheit gewährleisten. Doch, das waren die vier spannenden Fragen. Und es hat mir Spaß gemacht und hoffen wir bald auf das 300 Abonnenten Special. Es sieht ja gut aus. Bis zum nächsten Mal, euer Jan. Tschüss zusammen.